Nehmt euch einen Teller Kartoffeln und macht euch bereit für die Rückkehr nach Panem. Hier findet ihr einen Überblick über die 10. Hungerspiele, Snows kurzlebigen Ausflug in die Distrikte und wo er und Lucy Gray nach den Spielen gelandet sind. Die Tribute von Panem, The Ballad of Songbirds and Snakes, führt das Publikum durch die 10. Hungerspiele und die Rolle von Coriolanus Snow als Mentor von Lucy Gray Bird, dem weiblichen Tribut aus District 12. Zu Beginn steht die Familie Snow vor dem Ruin, kann die Miete nicht mehr bezahlen und kämpft um ihren Platz in der Gesellschaft des Kapitols. Der Plinth-Preis, ein Stipendium für die Universität, sollte ihr Leben verändern. Aber die Akademiestudenten finden heraus, dass sie ein letztes Projekt abschließen müssen, um sich vor der Bekanntgabe des Gewinners zu beweisen. Jedem Schüler der Abschlussklasse wird ein Pate zugewiesen. Ihre Aufgabe ist es, ein Spektakel aus ihnen zu machen, um die Bürger zu ermutigen, sich die jährlichen Spiele anzusehen. Snow nimmt diese Aufgabe besonders ernst, geht gegen den Strich und bricht die Regeln des Projekts, um Lucy Gray zum Sieg zu führen. Seine Entscheidungen holen ihn jedoch ein, als der Dekan der Akademie, Casca Highbottom, Snows Betrug entdeckt und ihn zu einer 20-jährigen Haftstrafe als Friedenswächter verbannt. Snow bezahlt ein Mitglied des Kapitolmilitärs, um nach District 12 versetzt zu werden, da er wissen will, ob Lucy Gray es nach Hause schafft. Dort trifft Snow weiterhin egoistische Entscheidungen, um sein Überleben zu sichern. Nachdem Snow die Tochter des Bürgermeisters getötet und den Tod ihres Freundes an der Seite von Sejanus und Lucy Gray miterlebt hat, beschließen er und die Gewinnerin der 10. Hungerspiele aus Panem wegzulaufen und nach Norden zu gehen. Auf ihrer Reise ändert sich die Dynamik zwischen den beiden. Lucy Gray erkennt, dass Snow sie belogen hat und versucht zu gehen. Snow findet heraus, was sie vorhat und folgt ihr. Dabei wird er von einer Schlange gebissen, die Lucy ihm als Falle stellt. Als er glaubt, sie zu sehen, schießt er mit einem Gewehr in ihre Richtung. Sie stürzt, aber als er nach ihr sieht, ist sie verschwunden. Snow kehrt nach District 12 zurück, bereit zur Offiziersausbildung in District 2 zu gehen. Stattdessen wird er jedoch ins Kapitol geschickt, um bei Dr. Goal, der leitenden Spielmacherin der 10. Spiele, in die Lehre zu gehen, weil er ihr Informationen über Sejanus und die Rebellen geschickt hat. Aber Snow kann nicht zulassen, dass jemand dieses neue Kapitel in seinem Leben ruiniert. Also eliminiert er auch den, den er als seinen letzten Feind ansieht. Highbottom. Als das Publikum Snow kennenlernt, ist er selbstbewusst und überzeugt, dass er den Plinth-Preis gewonnen hat. Das neue Projekt bringt ihn jedoch dazu, den Zweck der Spiele und die Natur des Menschen in Frage zu stellen. Er kämpft mit seiner Motivation zu betrügen und redet sich ein, dass es für Lucy Gray ist und nicht für ihn. Nachdem er die Arena betreten hat, um Sejanus zu retten, tötet Snow einen der Tribute. Er erkennt, wie schnell sich die Ziele eines Menschen ändern können, um sich selbst zu schützen, ist aber immer noch schockiert, dass er jemandem das Leben genommen hat. In diesem Moment begreift Snow, dass die Menschen im Namen der Selbsterhaltung alles tun würden und er muss in Zukunft als Erster handeln. Everything is about winning. Als er im Rahmen seines Militärdienstes in District 12 einzieht, verstärkt sich dieser Gedanke noch, da er beginnt, andere zu seinem eigenen Vorteil zu verletzen. Er tötet jemanden, der Sejanus' Taten melden könnte, nicht um Sejanus zu schützen, sondern um sich selbst zu schützen. Dann wirft er Sejanus vor den Bus, um seinen Namen reinzuwaschen. Doch Lucy Gray dreht den Spieß um. Snow, der scheinbar in seinem eigenen Spiel besiegt wurde, kehrt nach District 12 zurück und macht sich auf den Weg zum Kapitol. Indem er Highbottom vergiftet, zementiert er seine neue Lebensauffassung und die Art und Weise, wie er in Zukunft seine Geschäfte führen wird. Es ist ein dunkler Weg, aber Snow zögert nicht. Der Film beginnt damit, dass Snow sein Vertrauen in die Akademie verliert. Er arbeitet hart, um sich den Plinth-Preis zu verdienen und seine Familie unterstützen zu können, nur um in letzter Minute zu erfahren, dass es noch ein weiteres Hindernis zu überwinden gilt, bevor er den Preis für sich beanspruchen kann. Diesem neuen Hindernis kann er nicht trauen, denn Highbottom sagt, dass er alles tun wird, um Snow daran zu hindern, das Stipendium zu gewinnen. Er erfährt auch, dass er Lucy Gray trotz ihrer Behauptungen nicht vertrauen kann, obwohl er alles für sie aufgibt. In seinen Augen verrät Lucy Gray ihn. Sie verlässt ihn, stellt ihm eine Falle und beschließt, ohne ihn weiterzuziehen. Sie ist die einzige Person, der er in den Distrikten vertrauen kann. Und als sie ihn verlässt, klingen die Ideen seiner Großmutter über das Wesen der Menschen im Distrikt bei Snow nach. Für ihn ist die einzige Person, die sich jemals um ihn kümmern wird, er selbst. Das ist eine wichtige Lektion, die das Publikum über die Entscheidungen informiert, die Snow in Zukunft trifft.
Während die Zuschauer Snow dabei beobachten, wie er all diese schwierigen Entscheidungen trifft, wird deutlich, dass er sich langsam aber sicher der dunklen Seite zuwendet. Snow rechtfertigt seine Handlungen während der Spiele damit, dass er versucht, jemand anderem zu helfen. Er argumentiert, dass der Sieg nicht nur ihm zugute kommt, da er damit auch sicherstellt, dass seine Cousine und seine Großmutter versorgt sind. Seine späteren Handlungen in District 12 dienen jedoch nur dem persönlichen Vorteil und zeigen, wie sehr er sich von der Vorstellung, ein guter Mensch zu sein, verabschiedet hat. Er zögert nicht, Janus auszuliefern oder seine Waffe gegen Lucy Gray zu richten, als sie in seinem Leben keinen Zweck mehr erfüllen. Er ist derjenige, der am Ende überlebt, was ihn nur darin bestärkt, dass er in diesen Situationen die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Die Tribute von Panem, The Ballad of Songbirds and Snakes, zeigt alle Seiten der Menschlichkeit, von den Guten bis zu den Bösen. Aber die Figur, die unerwartet die meiste Menschlichkeit zeigt, ist Casca Highbottom. In den letzten Momenten des Films erfahren wir, dass Highbottom zusammen mit Snows Vater für die Hungerspiele verantwortlich ist. Sie haben sich die Idee gemeinsam im Suff ausgedacht und Snows Vater hat sie hinter Highbottoms Rücken bei Dr. Goal eingereicht. Jahre später fühlt sich Highbottom schuldig, dass seine Idee den Tod so vieler Kinder verursacht hat. Er gesteht Snow, dass er versucht hat, die Spiele abzusagen und befürchtet nun, dass Snow mit ihren Aktionen dafür sorgt, dass die Spiele weitergeführt werden und Highbottom weiterhin Blut an den Händen hat. Diese Information in Verbindung mit dem Wissen, dass er Lucy Gray Geld gibt, bevor sie in den District 12 zurückkehrt, verstärkt den Gedanken, dass Highbottom trotz allem, was er durchgemacht hat, nie seine Menschlichkeit verloren hat. Snow hingegen verliert definitiv seine Menschlichkeit und folgt demselben Weg wie Dr. Goal. Er kommt zu der Überzeugung, dass alle Menschen von Natur aus böse sind und die Spiele erinnern die Bürger von Panem lediglich daran. Snow übernimmt die Rolle seines Vaters und wird zum bösen Gegenstück zu Highbottoms Gutem. You can either cross that line into evil or not. An dieser Stelle müssen wir ein wenig spekulieren. Lucy Gray ist anscheinend aufgestanden und weggegangen, nachdem sie im Wald gestürzt war. Aber was letztendlich mit ihr geschah, ist immer noch ein Rätsel. Es gibt zahlreiche Theorien über ihr Leben und ihren Tod, von denen viele erst mit der Veröffentlichung des Buches aufkamen. Einige von ihnen gelten noch immer für ihr zweideutiges Ende im Film. Eine der führenden Theorien besagt, dass Lucy Gray überlebt und schließlich in den District 12 zurückkehrt, wo sie Kinder bekommt und Katniss Everdeens Großmutter wird. Diese Theorie stützt sich auf die Weitergabe des Liedes Der hängende Baum, die Ähnlichkeit ihrer Persönlichkeiten und die Tatsache, dass sie beide dazu neigen, Snow zu ärgern. Manche behaupten sogar, dass Präsident Snow dies vermutet und sich deshalb in der Zeit der Hunger Games so sehr von Katniss bedroht fühlt. Eine andere Theorie besagt, dass Lucy Gray es nach Norden geschafft hat, um ein neues Leben fernab von Panem zu beginnen und sich von der Herrschaft des Kapitols zu befreien. Varianten dieser Theorie besagen, dass sie es sogar nach District 13 geschafft hat und Teil der Untergrundgesellschaft geworden ist, die dort nach der ersten Rebellion lebt. Vielleicht beobachtete sie Snow weiterhin aus der Ferne und sah, wie der Mann, den sie zu kennen glaubte, sich für immer vom Licht abwandte. Letztendlich bleibt ihr Schicksal jedoch ein Rätsel. And mysteries have a way of driving people. Das Ende von Die Tribute von Panem, The Ballad of Songbirds and Snakes, ist sehr bewegend, aber es war immer klar, dass Snow ein Bösewicht werden würde. Wir alle wissen, dass er schließlich zu diesem Kerl heranwächst. Die erzählerische Herausforderung von Die Tribute von Panem, The Ballad of Songbirds and Snakes bestand darin, das Publikum davon zu überzeugen, mit Snow bis zum Ende mitzufiebern. Wenn er sich dann voll und ganz seiner Schockerei hingibt, fühlt sich der Moment umso realer an. Wie Produzentin Nina Jacobson gegenüber Screen Rant erklärt, man muss dieses Verlangen haben, ihn irgendwie eine andere Entscheidung treffen zu sehen, auch wenn man weiß, dass er das nicht tun wird. Und doch muss man am Ende an einen Punkt gelangen, an dem es sich wirklich befriedigend anfühlt, wenn er endlich den Impuls loslässt, Gutes zu tun und sich zu dem Bösewicht macht, von dem wir wissen, dass er letztendlich zu ihm wird. Regisseur Francis Lawrence stimmte dem zu und erzählte Screen Rant, wenn er also in die Dunkelheit abtaucht, was die Leute, wie ich glaube, sehr befriedigend finden, wirkt das glaubhaft und ehrlich und wahrhaftig. Jacobson und Lawrence sind sich einig, dass es nie eine Frage war, ob Snow einen dunklen Weg einschlagen würde, sondern nur, was ihm auf diesem Weg begegnen würde.
Die Tribute von Panem, The Ballad of Songbirds and Snakes, hat weder eine Mid-Credits- noch eine Post-Credits-Szene, sodass die Zuschauer bei ihren Spekulationen, wie eine Fortsetzung aussehen könnte, auf nichts zurückgreifen können. Es gibt zwar noch kein weiteres Buch zwischen The Ballad of Songbirds and Snakes und The Hunger Games, aber das kreative Team hinter dem Film hat Ideen, wie eine Fortsetzung aussehen könnte und auf wen sie sich konzentrieren würde. Nina Jacobsen erzählte People: "Ich würde gerne Snows Aufstieg zur Macht sehen, weil er einfach eine großartige Figur ist. Aber es ist Tigress. Und zu verstehen, wie dieses Mädchen, das ihn so liebt und sich um ihn kümmert, zu der Frau wird, die wir in Mockingjay gesehen haben, das fasziniert mich wirklich." Until Snow decided I wasn't pretty enough anymore. Diese Idee wird von der Schauspielerin Hunter Schaefer unterstützt, die Tigress in The Ballad of Songbirds and Snakes darstellte. Sie erzählte Entertainment Weekly: "Ich will wissen, was passiert, auch wenn ich sie nicht spielen würde. Ich will wissen, wie wir dorthin kommen." Lawrence und Jacobsen weisen zwar darauf hin, dass die Autorin Suzanne Collins das letzte Wort hat, aber sie sind immer offen für ihre Ideen. Wie Lawrence gegenüber EW erklärte: "Wenn Suzanne eine andere thematische Idee hat, von der sie glaubt, dass sie in die Welt von Panem passt, wäre ich sehr daran interessiert, sie mir anzusehen und daran mitzuwirken." Natürlich gibt es noch andere Geschichten, die die Fans der Serie gerne sehen würden. Zwei davon sind Haymitch's Hunger Games, die 50. Hungerspiele, und Phoenix Games, die er im Alter von 14 Jahren als bis dahin jüngster Sieger gewann. Weitere Filme dieser Art würden zwar den Wunsch der Fans nach mehr Inhalt befriedigen, aber auch hier liegt es wieder an Collins, ob wir sie jemals zu sehen bekommen. Wie Francis Lawrence gegenüber EW erklärte: "Suzanne schreibt immer von einer thematischen Grundlage aus. Dadurch fühlen sie sich reichhaltig und nicht oberflächlich an. Und ich denke, dass sie sich deshalb über die Zeit hinweg bewährt haben, ganz ehrlich. Das heißt, die Zukunft der Filmreihe liegt in den Händen der Autorin. Das Kreativteam ist willens und bereit, weitere Geschichten zum Leben zu erwecken, aber nur, wenn Collins diejenige ist, die sie schreibt. In einer Welt, in der so viele Fortsetzungen auf der Grundlage des Geldes gemacht werden, das sie einbringen könnten, ist das eine erfrischende Perspektive. Wir können sicher sein, dass wir, wenn wir Panem jemals auf der Leinwand wiedersehen, eine Geschichte erleben werden, die es wert ist, gesehen zu werden."